Herzlich willkommen zu unserem Miniguide. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick zu Ahri. Sie gehört der Rolle der Assassine an und man spielt sie in der Midlane. Ihre Schwierigkeit liegt im mittleren Bereich, dennoch ist sie nach kurzer Zeit gut spielbar. Den Schaden, den sie verursacht, ist magischer Schaden, der hauptsächlich durch ihre Fähigkeiten entsteht. Außerdem besitzt sie eine geringe Robustheit und hält wenig aus. Abschließend kann man sagen, dass sie am stärksten in der Mitte des Spiels ist. Das war's jetzt aber erstmal mit dem Überblick. Weiter geht's mit den Fähigkeiten. Beginnen wir mit der Passive Essenzdieb. Nachdem Ahri 9 Vasallen oder Monster getötet hat, heilt sie sich. Nachdem Ahri am Kill eines gegnerischen Champions beteiligt war, heilt sie sich auch, nur diesmal um einen höheren Betrag. Bei der Q sendet Ahri ihre Kugel aus und holt sie dann wieder zurück, wobei sie auf dem Hinweg magischen und auf dem Rückweg absoluten Schaden verursacht. Kommen wir zur W. Ahri erhält einen kurzen Lauftemposchub und entfesselt drei Fuchsfeuer, die nahe Gegner suchen und angreifen, wobei sie das zuletzt angegriffene Ziel priorisieren. Die E ist ihr Bezaubern. Ahri wirft hier einen Handkuss, der einem getroffenen Gegner Schaden zufügt, ihn bezaubert und sofort bewegungsunfähig macht. Bezauberte Gegner torkeln wehrlos auf Ahri zu. Das Ziel erleidet nun vorübergehend erhöhten Schaden durch weitere Fähigkeiten von Ahri. Zum Schluss zur Ultimate. Ahri springt nach vorn und feuert pro Sprung maximal 3 Essenzgeschosse auf unterschiedliche Gegner ab, die dann Schaden verursachen. Geisterhast kann bis zu 3-mal aktiviert werden, bevor sie abklingen. Ahri hält zusätzlich Reaktivierungen, wenn sie an einem Champion-Kill beteiligt ist. Danke, dass du unseren Miniguide angeschaut hast. Wir hoffen, dass er dir gefallen hat und du jetzt ein besseres Verständnis für den Champion hast. Wenn du noch mehr über andere Champions erfahren möchtest, schau gerne in unsere Miniguide-Playlist rein, in der haben wir nämlich alle Champions einmal durchgemacht. Wir bedanken uns bei dir für deine Unterstützung und freuen uns, wenn du weiterhin unseren Content verfolgst. Bis bald und Hashtag Stay Untiltable.